Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch mal meine Haarpflegeprodukte. Es hatten ein paar Leute von euch schon gefragt, welche Produkte ich verwende. Nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf meinem Blog. Von daher dachte ich, ich zeige euch einfach heute mal die Produkte, die ich eigentlich regelmäßig verwende für meine Haare. Und stelle euch die einfach mal ein bisschen vor. Das sind jetzt nicht nur immer diese Firmen, die ich euch heute zeige. Es geht hauptsächlich einfach um die Produkte an sich, die ich verwende. Und zwar als allererstes Produkt, was für mich den meisten Effekt erzielt, ist definitiv Kokosöl. Kokosöl ist für mich ein absolutes Must-Have für meine Haare. Ich gebe Kokosöl eigentlich grundsätzlich meistens abends in die Haare und lasse es dann über Nacht einwirken und wasche mir meine Haare dann morgens. Einfach nur, damit das wirklich einziehen kann und eure Haare sind nach dem Waschen dann wirklich so unglaublich weich. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Oder solltet ihr abends immer duschen gehen, dann vielleicht einfach 2-3 Stunden vorher Kokosöl ein bisschen unten in die Spitzen reinmachen und einwirken lassen. Und dann einfach abends die Haare waschen. Also für mich mein Must-Have bei der Haarpflege. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, es ist auch egal, welche Firma ihr holt. Das hier habe ich jetzt nur noch da gehabt. Von daher zeige ich euch das jetzt. Aber an sich ist das vollkommen egal, welches ihr da holt. Dann als nächstes habe ich von Lush das Rehab Shampoo. Für mich ein Shampoo, was die Haare einfach unglaublich reinigt. Denn das merkt man auch schon beim Waschen. Rehab sollte man auch höchstens einmal die Woche verwenden und auch nicht zu über, also für einen zu langen Zeitraum verwenden, weil dann schädigt das den Haaren nur. Weil hier sind unglaublich viele natürliche Inhaltsstoffe drin, muss man dazu sagen. Also hier ist wirklich Seetang drin und Öle auf jeden Fall, viele ätherische Öle mit vielen Enzymen. Also kann ich wirklich empfehlen, sollte man aber auch nur einmal die Woche verwenden. Aber ich muss sagen, seit ich das Shampoo verwende, geht es meinen Haaren wesentlich besser. Dann habe ich aber auch noch ein zweites Shampoo. Und zwar habe ich momentan das Shampoo von Ossie, was ich nutze. Ich hatte mir das jetzt vor kurzem gekauft, erst in DM, muss aber sagen, dass es meinen Haaren unglaublich gut tut. Ich wasche mir momentan meine Haare 3-mal die Woche. Einmal halt wirklich mit dem Rehab-Shampoo und die anderen beiden Male verwende ich jetzt momentan das hier Shampoo. Und ich muss sagen, meinen Haaren tut auch das Shampoo gut. Ich weiß natürlich, die Inhaltsstoffe sind wahrscheinlich nicht die besten, aber von daher verwende ich es halt auch nicht nur. Ich werde die Packung jetzt aufbrauchen und werde mich dann wieder an ein neues Shampoo begeben, was ich halt eben dann finde. Aber an sich muss ich sagen, ist das wirklich ein super, super gutes Shampoo. Dann als nächsten Pflegepunkt habe ich eigentlich immer eine Kur da. Ich verwende zwar die Kuren eigentlich nur einmal im Monat, weil ich doch merke, wenn ich die zu oft verwende, geht es meinen Haaren leider nicht ganz so gut. Von daher einmal im Monat verwende ich die und dann nehmen meine Haare das Produkt auch wirklich auf. Ich hatte es eine Zeit lang, dann habe ich es wirklich jede Woche verwendet. Nur nach einer Zeit habe ich dann leider gemerkt, dass meine Haare überhaupt nicht so mehr von der Kur aufnehmen und meine Haare eigentlich jedes Mal gleich waren. Und von daher habe ich mich dann entschieden, die Kur nur noch einmal im Monat zu verwenden. Und ich fahre mit meinen Haaren so am besten und kann die hier wirklich, die Oil Repair Express Kur von Valea, nur unglaublich empfehlen. Ich finde sie klasse. Dann verwende ich eigentlich nach jedem Waschen, wenn ich die Haare ein bisschen im Handtuch getrocknet habe, das Valea Öl. Nur für die Spitzen. Ich gebe es meistens noch ins nasse Haar, aber wirklich nur so den unteren Teil der Haare, denn sonst werden eure Haare wieder schnell fettig und dann müsst ihr sie wieder waschen und das zu vieles Waschen ist ja nun mal auch nicht gut. Von daher gebe ich eigentlich immer ein bisschen Öl in die Haare unten rein. Ich weiß nicht, ich bin von dem Valea Öl jetzt leider nicht ganz so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Falls ihr Empfehlungen habt für ein anderes Öl, gerne her damit. Ich
hatte sonst immer von Maybelline. Die hatten auch eine Zeit lang mal ein Öl, aber das ist leider aus dem Sortiment rausgegangen. Von daher habe ich mich jetzt entschieden für das Balea-Öl, aber ich bin leider nicht so begeistert. Von daher, wenn ihr Empfehlungen habt, gerne her damit. Und dann habe ich noch nicht direkte Pflegeprodukte für die Haare, aber ich denke einfach Produkte, die man vielleicht auch zwischendurch mal verwenden kann. Und zwar, das ist einmal das Trockenshampoo. Denn ich weiß nicht, wenn man sich zu oft die Haare wäscht, ist es nun mal auch nicht gut für die Haare und vor allen Dingen auch für die Kopfhaut. Von daher kann ich auch empfehlen, vielleicht dann einfach mal, um einen Tag zu überbrücken, vielleicht Trockenshampoo zu verwenden. Also bei mir hilft das unglaublich gut. Wie gesagt, dreimal die Woche wasche ich mir momentan die Haare. Und wenn ich merke, mein Ansatz wird ein bisschen fettig, oder benutze ich einfach dann mal für zwischendurch das Batiste Trockenshampoo. Und ich muss sagen, seitdem komme ich wirklich damit gut aus. Ich hatte mir anfangs wirklich auch jeden Tag die Haare gewaschen und mittlerweile halt wirklich so weit zurück, dass ich nur noch dreimal die Woche mir die Haare waschen muss. Und ich fahre so gut, also ich kann das wirklich nur empfehlen. Probiert es gerne mal aus. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp an euch. Und zwar, viele verwenden ja auch immer Lockenstäbe oder Kletteisen. Verwende ich auch auf jeden Fall, nur man soll das halt nicht zu oft machen. Ich meine, wenn man ein-, zweimal die Woche sowas verwendet, um Himmels Willen, dann sagt gar keiner was. Auch die Haare werden sich da nicht beschweren, wenn man einen Hitzeschutz oder irgendwas verwendet. Allerdings kann ich auch Volumensprays empfehlen oder Volumenschaum, wenn man sich Locken machen will. Wenn man ein bisschen Natur in den Haaren hat, funktioniert das auch super gut und man muss nicht mit Hitze arbeiten. Also wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, kann ich euch echt empfehlen, falls ihr ein bisschen Volumen in den Haaren schon habt, dass ihr vielleicht einfach damit mal versucht, ein bisschen Locken reinzumachen, reinzukneten. Funktioniert bei mir super, kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen, um eure Haare ein bisschen zu schützen. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, konnte euch ein paar Tipps geben, wie ich zumindest meine Haare pflege. Und falls ihr noch Tipps für mich habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!